Realtalk ist tot. Realtalk ist sass. Realtalk ist tot. Realtalk ist tot. Realtalk ist tot. Realtalk ist sass. Realtalk ist tot. Realtalk ist sass. Richtig. Ah! Die Maske. Jetzt kommt die Maske. Ach, die Maske, meine lieben Freunde. Das ist wahrscheinlich eins der schönsten Themen. Das ist auch mein Lieblingsthema. Ja. Nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache, dass die Maske irgendwann auch zu einer Art kultistischem Symbol geworden ist innerhalb der Bevölkerung. Also die Ultras hast du daran erkannt, dass die FFP2 an der frischen Luft tragen. Die Über-Ultras hast du erkannt dadurch, dass sie eine normale Maske und darüber dann eine FFP2 tragen. Ja, so einen Kollegen habe ich auch in meiner Lebensrealität kennengelernt. Ich habe ihm auch gesagt, sag mal, bist du eigentlich ein Idiot? Bist du komplett behindert? Du atmest doch durch deinen Bart, Mann. Der hatte Vollbart, aber trägt dann zwei Masken drüber. Es war wirklich, also, es hat halt einen psychologischen Effekt gehabt. Es hat etwas kommuniziert an die anderen Leute. Schaut mal, ich bin solidarisch, weil ich atme an meiner Maske vorbei. Ich meine, natürlich bin ich gut geschützt. Ja, ich bin solidarisch. Und gleichzeitig war es auch, abseits von den kleinen Schildern, wo 3G und 2G draufsteht und dem schwachsinnigen Abstandsmarkierung auf dem Boden in der Schlange an der Kasse, ja, weil ab 1,40 Meter wird es gefährlich, deswegen 1,50 Meter, in einem geschlossenen Raum, weißt du, auch kompletter Schwachsinn, aber... Total, total. Das war für die Leute war das ein Symbol, ein Artefakt, was man sich halt wirklich in die Fresse binden musste, was jedem klar gemacht hat, hier ist jetzt gerade Pandemie. Und das war unglaublich wichtig, als politische Strategie, um innerhalb der Bevölkerung diese Gewissheit, wir haben das jetzt gerade, es ist ganz schlimm, schaut mal, ihr müsst sie ja tragen. Das war ein sehr wirksames politisches Instrument, weil jeder Einzelne, egal ob er arbeiten musste oder nicht arbeiten musste, ob er selbstständig ist oder nicht selbstständig ist, in seinem Alltag musste er irgendwann trotzdem eine Maske tragen. So hat es jeder mitbekommen. Es war für jeden immer ein präsentes Thema. Und du konntest halt auch Tugend damit kommunizieren, ja. Das haben natürlich auch Leute aus einer gewissen Richtung dann sehr gerne angenommen, ja. Das ist wie Gendern. Sagt nichts aus, außer ich bin auf Linie. Ja, ja. Genau. Und jetzt haben wir hier die Erkenntnisse zu den Masken des Robert-Koch-Instituts vom 30.10.2020. Genau, und ich muss dazu fügen, das ist kein Diskussionsbeitrag, das sind Erkenntnisse. Mhm. Es wird immer unterschieden zwischen den aktuellen Zahlen, Diskussionsbeiträge, bla 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 bla. Das sind die Erkenntnisse. Das ist im Bereich Erkenntnisse. Ja, und das ist genau das Gleiche, was wir damals bei dem Evaluationsbericht schon kundgetan haben. FFP2 ist eine Staubschutzmaske. Die trägst du, wenn du an der Flex bist und irgendwelche Holz- oder Metall-Dingsbumse zerteilst, irgendwas mit Zerspannung machst, damit du nicht das ganze Zeug einatmest. Ja. Der Glaube, den Virus mit einer Maske aufhalten zu können, ist genauso dumm wie der Glaube, mit einem Maschendrahtzaun eine Mücke aufhalten zu können. Ja, ich habe hier tatsächlich, ich lade uns das mal gerade im Hintergrund runter, da ist mir nämlich auch gerade wieder ein Clip eingefallen, tatsächlich damals noch vom NDR. Also auch das war wieder, das wird jetzt nicht die schönste Qualität haben, das war das Beste, was ich jetzt so schnell bei Twitter gefunden habe. Ey, ohne Scheiß. Ich recherchiere mittlerweile mehr bei Twitter als irgendwo anders, ne? Also, weil man Twitter auch wieder hernehmen kann. Ja, gerade wenn ich irgendeinen Clip suche oder so, ich finde den Clip, den ich euch gleich zeige, den finde ich natürlich nicht, wenn ich einfach eingebe NDR Maske Labor bei YouTube, dann kommt gar nichts. Aber bei Twitter habe ich direkt drei Clips zur Auswahl. Ja. Hier haben sie nämlich im Endeffekt schon das geschwurbelt, was intuitiv eigentlich jeder normal denkende Mensch im Kopf hatte in Bezug auf die Maske. Auch eine FFP2. Warte, ich mach mal kurz. Sorry, das war jetzt ein bisschen laut. Ich mach's jetzt hier auch gerade für uns beide an, bevor wir in das Dokument reindiven. Das war das, was damals schon im RKI, im NDR über die Maske gesagt wurde. Und es ist auch einfach nur logisch. Klar. Auch eine FFP2-Maske funktioniert nur, wenn sie richtig sitzt. Was sonst passiert, konnten jetzt Forscher an der Technischen Universität in Berlin zeigen. Das Ergebnis ist ernüchternd. Bis zu 75% der Atemluft strömten durch die Lücken an den Rändern, wenn die Maske nicht fest anlag. Die Luft, die sucht sich immer den geringsten Widerstand. Das heißt, es ist nicht der schwere Gang durch diesen Stoff, der ja filtert, sondern der leichte Gang über diese Leckagen, über diese kleinen Öffnungen und damit ungefiltert in die Luft, der Raumluft also reingeht. Neben der Qualität des Filters kommt es also vor allem auf den Sitz der Maske an. Ein Aspekt, der bei der Testung in den Prüflaboren keine Rolle spielt.
Dort werden die Masken auf einen Standardpuppenkopf gezogen und die Ränder zusätzlich mit Knetmasse abgedichtet. Bei menschlichen Köpfen sieht das anders aus. Und damit sind alle Laborstudien zur Maske offiziell beendet, Alter. Ja. Keine Sau nimmt eine Modelliermaske und modelliert sich jeden Morgen die Maske an die, Entschuldigung, ans Gesicht und geht damit dann zur Arbeit und macht die Modellierungsmaske wieder ab, wenn er was essen will, und macht sie dann wieder drauf, und das muss er alle 75 Minuten machen, weil das so vorgesehen ist bei einer FFP2, und eigentlich musste sie dann auch wechseln täglich, aber das hat ja auch keiner gemacht. Die Leute hatten ja so schon ihre Probleme, dadurch zu atmen. Und du kriegst abgesehen davon auch einen schönen Mundgeruch, sodass die Leute halt immer die Maske so gebogen haben, dass man halt möglichst leicht atmen kann, aber trotzdem nicht angefuckt wird von jemandem, der die Maskenpflicht durchsetzt. Das hat mit der Realität, hat das, was hier im Labor stattfindet, einfach nichts zu tun. Ja, also hat sich jeder oben den Nasenbügel, hat er sich ein Luftloch gemacht. Wir haben uns alle doch die Bärte krass wachsen lassen. Ja, weil die Leute halt gerne atmen. Die atmen halt gerne. Das liegt in unserer Natur. Ja. Es ist, wirklich, ich lasse mal kurz zu Ende laufen. Er wird jetzt bestimmt noch ein paar kluge Sachen dazu sagen. Jedes Ohr sitzt an einer anderen Stelle. Mal ein bisschen weiter vorne, mal ein bisschen weiter nach hinten. Dann habe ich ein schmales Gesicht oder ein breites Gesicht. Dann habe ich ein speckiges oder ein kantiges Gesicht. In der Normprüfung mag ein sehr hoher Wert dann nachgewiesen werden. Aber in der Realität hängt es dann davon ab, wie tatsächlich die Kopfform ist. Noch ein Ja. Der Mann hat zu 100% recht. Ja. Und ähnliches, also Schwobelmaterial im Endeffekt. Also die Leute, die gesagt haben, Maske bringt auch gar nichts im Alltag, das waren die Schwobler, Verschwörungstheoretiker, rechtspopulistische Braunleugner. Oder das RKI. Oder das RKI in diesem Fall, ja? 30.10.2020. Fully. Ja. FFP2-Masken sind eine Maßnahme des Arbeitsschutzes. Wenn Personen nicht geschult sind oder qualifiziertes Personal sind, haben FFP2-Masken bei nicht korrekter Anpassung benutzen keinen Mehrwert. Und ich habe mir sagen lassen von Leuten, die dann tatsächlich eine Schulung gemacht haben, du trägst die Dinger ganz anders, und das sind auch ganz andere Masken. Die Dinger, die wir hier in der Apotheke kaufen konnten, das ist Murks. Du musst für jeden Schädel musst du eine gewisse Größe, die kaufst du auch dann nicht in der Apotheke für einen Euro, was eh überteuert ist, weil die Dinger kosten 10 Cent in der Produktion, sondern du kaufst sie bei M3, und zwar exakt nach deiner Kopfform, passend, und wenn du dann tatsächlich keinen Staub einatmen willst, dann ist es dir tatsächlich empfohlen, den Bart abzurasieren. Drum hatten ja die Soldaten im Ersten Weltkrieg dann immer so einen komischen Schnurrbart, der dann eher einem Quadrat ähnelte. Das war damals Mode, damit sie Bart tragen konnten, aber die Gasmaske ihren festen Sitz auch behielt. Also große Diktatoren, die du aus der Zeit kennst, das war jetzt keine Erfindung, um Profil zu haben, sondern damals viele ausgeschaut, weil sie im Ersten Weltkrieg die Gasmaske eng ansetzen haben wollten. Und genau den gleichen Effekt hast du bei FFP2. Wenn du da nicht geschult bist, hilft das ein Scheiß. Und das weiß auch das RKI. Die Forderung nach Maskenpflicht ist nicht evidenzbasiert. Eine offene, siefere Kommunikation wäre sinnvoll, um transparent zu machen, warum RKI dies nicht empfiehlt. Die Einschränkungen sind im Dokument klar dargestellt, und es gibt keine Evidenz für die Nutzung von FFP2-Masken außerhalb des Arbeitsschutzes, also Staub einatmen. Dies könnte auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Haben Sie es gemacht? Nö. Nö, haben wir nicht gemacht. FFP2-Maskenpflicht im Personennahverkehr, ihr Idioten, ne. Es ist unglaublich, Fully. Ja. Die Wissenschaft, Freunde, die Wissenschaft. Wir beziehen uns in der Politik nur auf die Wissenschaft. Das RKI berät uns sehr gut. Die Wissenschaft, hier ist die Wissenschaft. Also es ist wirklich, also, da steht es doch schwarz auf weiß. Also etwas, was man sich auch mit logischem Denken hätte herbeisinnen können. Natürlich. Also, du kommst und ja halt vor wie ein Idiot. Weißt du noch, diese ganzen Grafiken, so ein gezeichneter Kopf und ein anderer gezeichneter Kopf gegenüber, 90% Wahrscheinlichkeit. Dann der Typ mit Maske, der passive Mensch, sagen wir mal 20% Wahrscheinlichkeit. Die Wissenschaft war das, die Wissenschaft. Und dann beide eine Maske, 1% oder so. Die Grafiken sollten uns überzeugen. Datenbasis, der eigene Hintern. Also, völliger Quatsch. Alter, ich habe da heute auch noch so eine Tweet-Antwort gesehen von halt so einem richtig Lobotomierten. Da hat jemand was über die RKI-Files gepostet, halt über die FFP2-Masken-Thematik. Und in seiner Antwort kommt da halt das Bild, was du gerade beschrieben hast, nur halt mit Leuten, die sich gegenseitig ans Bein pinkeln. Und wenn beide keine Hose anhaben, dann wird das Bein nass. Wenn der die Hose anhat, aber nicht der Pinkler ist, dann wird sein Bein auch nass. Aber wenn beide eine Hose anhaben, dann pinkelt sich nur der eine ein. Hahaha, Querdenker. Also im metaphorischen Sinne haben wir beide eine Hose an,
Aber der Ömmel, der hängt vorne raus und wir pinkeln uns trotzdem ans Bein. Weil ja. das ist eigentlich das richtige Bild. Ich verstehe nicht, wie Leute immer noch so drauf sein können. Es ist, das sind auch die Leute, denen, wenn du eine Wette anbietest, dass wenn ich dir ans Bein pinkle, wird es nicht warm, die nehmen das an und die 5 Euro sind es mir dann auch wert. Das ist unglaublich, Alter. Ja. Ja, bleiben letzter Absatz. Bisherige Studien zur Wirksamkeit von FFP2-Masken sind daran gescheitert, dass Masken nicht oder nicht korrekt getragen wurden. Ach was? Ja, natürlich. Kein Mensch kasteilt sich doch selber, außer die paar hundertprozentigen. Aber auch die haben es nicht geschafft, weil einfach dieser Müll, diese Einheitsgrößen für Kinder wie für Andre the Giant oder wie hieß der Typ? The Great Robert Kali, Wadloff. Okay. Ja, Robert Wadloff, der größte Mensch der Welt, hätte die gleiche FFP2-Maske gekriegt. Ja. Es war auch Schwachsinn, Alter, wie viel Kohle die auch damit verdient haben. Also jetzt mal abseits von den Maskenskandalen, die es gegeben hat, auch innerhalb der CDU hört man auch nichts mehr von, ne? Abgesehen davon, dass du halt, das war ja Wucher, das war ja blanker Wucher. Ich hatte das mal, da musste ich mit dem Zug fahren und da fällt mir auf, Maske nicht dabei. Ja, jetzt schnell am Bahnhofskiosk kaufen. Das wären da mal bitte 4 Euro. Alter. Was? 4 Euro? Wollt ihr mich? Das Ding kostet in der Herstellung vielleicht, was? 10 Cent? 5 Cent? 10 Cent, ja. 10 Cent. 10 Cent? Ihr macht da 4 Euro draus. Ihr habt die wahrscheinlich gekauft in einem 100er-Pack irgendwie für 20 Euro, das 100er-Pack oder was auch immer. Und dann wird da so ein Reibach mitgemacht. Es war widerwärtig, Alter. Mhm. Aber so viel dazu. Die Wissenschaft hat es damals schon gesagt. Was haben wir gemacht? Ich lege nach. Hier nochmal ein Zitat vom Nordkurier, der das auch zusammengefasst hat. Wirksamkeit, Masken sind gescheitert, weil nicht korrekt getragen. Für Risikogruppen sollten sie, also falls Fragen zu Risikogruppen kommen, diese können den Risikogruppen, also die Masken, nicht auf Dauer zugemutet werden. Sie sind nur für die unmittelbare medizinische Arbeit vor Ort und einen begrenzten Zeitraum gedacht. Nach 75 Minuten Tragen sollte eine 30-minütige Pause eingelegt werden. Stell dir mal vor, jetzt hast du eine Maskenpflicht in der Schule. Die Schüler müssen FFP2 tragen, eine Doppelstunde hindurch. Genau. Dann sind eine Doppelstunde sind 90 Minuten. Ja, dann sind sie schon 15 Minuten über der empfohlenen Tragedauer. Genau. Und wie bei uns, wir hatten 3 Stunden bis zur großen Pause, damals, als ich in der Schule war. Mhm. Da kommt dann gerne nochmal 45 Minuten dazu. Ja, und die große Pause nach der zweiten Stunde, die dauert halt auch in der Regel 20 und nicht 30 Minuten. Das heißt, auch die Pause nach dem zu langen Tragen ist zu kurz, damit die Kinder erneut in eine Doppelstunde reingehen und erneut wieder 15 Minuten über der empfohlenen Tragedauer drauf sind. Dann kommt wieder eine Pause, die ist nochmal kürzer als 20 Minuten in der Regel, also wieder nicht die empfohlene Tragepause. Und dann haben sie wieder eine Doppelstunde. Ja. Furchtbar. Und dann hast du vielleicht noch Sport, was ja wirklich gut ist, wenn du dich bewegst, gell? Und dann gehst du in die Halle, weil vielleicht Winter ist und im Winter waren ja die Lockdowns und dann darfst du Volleyball spielen mit dem Ding auf dem Rüssel. Hier schreibt auch tatsächlich, Alter, das habe ich gar nicht bedacht, Irume schreibt gerade, vergiss nicht, dass wir in der Pause häufig auch die Maske tragen mussten. Ja. Also, da ist man ohne Worte, ja? Absolut. Noch ein weiteres Zitat. Aus den RKI-Files von 15.01. Das Tragen von FFP2 benötigt eine arbeitsmedizinische Einschätzung, gesundheitsmedizinische Risikoprüfung und kann mit Risiken Dermatosen etc. einhergehen. Dermatosen sind Hauterkrankungen, die nicht durch infektiöse Erreger wie Bakterien oder Viren ausgelöst werden, sondern durch eine Fehlsteuerung des Immunsystems Entzündungsvorgänge in der Haut verursachen. Von 15.01.21 RKI-Files. Das ist, jede Entzündung ist unangenehm, aber gerade im Gesicht, Alter, das ist massiv unangenehm. Weiß nicht, als Jugendlicher, wie du von Pickeln geplagt warst, das hat mich damals schon genervt. Aber bei mir ging es einigermaßen. Aber so eine offene Stelle im entzündeten Gesicht, kratzt dann ständig rum, kriegst noch mehr Dreck rein, das will man einfach nicht, das will man nicht haben. Das ist etwas, vor dem das RKI gewarnt hat. Und das ist jetzt schon ein Jahr später als das, was wir euch vorhin eingeblendet haben. Ne? Also das, was ich euch gerade einblende, ist vom 21. Das hier von 21, das ist von 22. Mhm. Entschuldigung, von 20, das ist von 20, das ist von 21, ein Jahr später und das RKI sagt immer noch dasselbe, wir haben immer noch die Pflicht. Das RKI empfiehlt weiterhin FFP2 prioritär für medizinisches Personal, keine explizite Empfehlung oder Verbot für das Tragen in anderen Bevölkerungsgruppen und natürlich nochmal hier, keine fachliche Grundlage zur Empfehlung der FFP2-Maske. 18.01. In der Bahn hatten wir das trotzdem bis Mai 21, ich glaube sogar 22. Ja, es war 22.
bis Mai 22. Und ich fahre jeden Tag einen Zug in die Arbeit, weil es einfach schneller geht. Das ist eine rein pragmatische Entscheidung. Wo spare ich mir Zeit? Ja, in der Bahn. Und die ist auch nicht so voll. Ab und zu campern dann schon die Leute. Ich habe dann einen ganz guten Platz, wo die Polizei auch, und wir haben dann im Prinzip mit der Polizei dann gemeinsam die herrlichsten Verstöße gegen die Maskenpflicht gemacht, und das Zugpersonal wollte jetzt dann auch nicht unbedingt der Polizei sagen, die soll jetzt die Maske tragen. Das heißt, ich hatte da einigermaßen meine Ruhe. Also ich hatte immer gut bei Polizisten zu sitzen. Absolut. Also ich hatte da auch die, Situation, bin dann öfter mal dieselbe Zuglinie gefahren, und irgendwann kennt man auch die Gesichter vom Kontrolleur, und ich habe die Maske dann irgendwann einfach, also ich habe sie, irgendwann war ich so auf Konfrontation aus, ich hatte so die Nase voll, ich habe die einfach nicht mehr getragen. Ich bin einfach so in den Zug eingestiegen, wenn irgendeiner gesagt hat, wo ist denn die Maske? Dann habe ich gesagt, halten Sie die Fresse. Und wenn der Kontrolleur kam, ist er halt, er hat mich angelächelt und ist weitergegangen, weil er selbst die Maske nicht auf hatte. Ja, irgendwann hat es alle nur genervt, da war es denen auch wurscht, da hat keiner mehr was gesagt. Ja, und... Also das ist ja das Tolle, also die Erkenntnisse, die wir vorhin gesehen haben, die waren hier schon auf Folie 21 vom 30.10.2020 zur Wirksamkeit der FFP2. Aber trotzdem im Infektionsschutzgesetz am 1. Oktober 22, zwei Jahre später. Oder, na gut, es war jetzt Ende des Jahres, sagen wir mal ein Jahr später, kam trotzdem die bundesweite FFP2-Maskenpflicht im Personennahverkehr, Fernverkehr. Im Nahverkehr hatten wir sie dann ja auch. Ja. Das begründete, und das ist jetzt das Würzige, das begründete Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach so: Wenn wir Masken tragen, müssen sie auch wirken. Es ist wissenschaftlich erwiesen. Ja. Ja, das gegen die Hochansteckung. Da erinnert sich an das Video, was ich gemacht habe, als Thomas Laschig sich dann 25 Studien aus dem Hintern gezogen hat und die dann die Wirksamkeit der Maske beweisen sollten. Und da waren noch zwei andere dabei, die, glaube ich, von Karlchen kamen, und die waren einfach alle Schrott. Vom Studiendesign her einfach Schrott. Ja. Alle. Und auch noch eine kleine, und wenn dann halt Laborbedingungen, die nichts mit dem Alltag zu tun haben. Und dann natürlich hier vielleicht noch ein Schmankerl aus der Zeit. Auch ein wirklich bildhübscher Mann hier rechts. Also, ja. Ich fand halt, mit der Maske sahen Leute, die, ist jetzt auch nicht böse gemeint, also Leute, die, wo der liebe Gott gesagt hat, Mensch, den machen wir noch fertig und dann ist Feierabend für heute. Ne? Das hat ihnen auch nicht geschmeichelt, wenn sie dann noch eine Maske getragen haben. Ne? Das sah dann noch mal schlimmer aus. Ich muss wirklich, alle sahen behämmert aus mit der Maske, das sage ich dazu. Und auch hier einfach mal einzuordnen, würde ich auch vielleicht abhängig machen dann in Bezug, ich mache jetzt keine offene Wahlwerbung, ja, aber vielleicht auch bei der nächsten Wahl sich daran entscheiden, wer eigentlich hinter euch stand in dieser Zeit und dafür gekämpft hat, dass ihr eben nicht diese Maske tragen müsst. Die Grünen waren es nicht, denn hier, das ist der Tagesspiegel, Grüne werfen ihr Versagen vor. Bundesregierung, also der Bundesregierung, sie will FFP2-Masken für Kinder einführen. Zwar ist die FFP2-Maskenpflicht in Schulen aufgehoben, die Regierung will trotzdem spezifische Masken für Kinder. Die Grünen kritisieren das als viel zu spät. Also nicht nur, dass es keine Evidenz dafür gab, dass die Maske im Alltag überhaupt etwas Nennenswertes bringt. Also ich berufe mich hier auf das RKI, lieber großer Zensor, auf die Wissenschaft, RKI, Robert-Koch-Institut. Dem entgegen kritisieren die Grünen, dass man die Masken für Kinder extra spezifisch anfertigt, als viel zu spät. Obwohl die Datenlage schon längst war, es funktioniert nicht. Na gut, ich kenne wenige, die auf Daten schauen und in der Grünen Partei sind. Die Schnittmenge ist, sagen wir mal, überschaubar. Ja, und natürlich hast du dann, also das ist jetzt auch eine Kuriosität, um diesen Maskenthemenbereich vielleicht abzuschließen. Das hat was mit den Leuten gemacht, ja? Ja. Und ich finde, wolltest du was sagen? Sorry. Ich konnte damals wirklich nur mit Sarkasmus reagieren auf diese ganze Maske. Also beispielsweise, du gehst zum Essen und du wusstest, du gehst dahin, wo sie dann total rumspülen mit der Maske. Ich habe dann zwei Masken genommen, habe dann eine aufs Kinn gezogen und eine über die Nase, sodass du beim Essen ausgeschaut hast wie ein Roboter. Ich stell dir das mal vor, einfach so mit einem riesen Mund, wie so ein kauender Hund oder sowas. Ich musste mich dann auf diese Art und Weise lustig machen, weil ich hab's echt nicht mehr ausgehalten. Ich konnte das ohne Sarkasmus nicht mehr schaffen. Also sofern ich ins Restaurant gehen durfte, durfte ich ja nicht, ja, dann musste ich mir vorher einen Test kaufen. Irgendwann wurden die ja kostenpflichtig. Ja. Und
Also das schon dreist genug, ja? Ich zahle, ich habe glaube ich einmal habe ich sogar 12 Euro gezahlt für einen Abstrich, damit in 20 Minuten rauskommt, ich als Untermensch darf tatsächlich ins Restaurant. Dann gehst du mit Maske ins Restaurant, wirst zu deinem Tisch begleitet, ein geschlossener Raum, setzt dich hin und darfst sie wieder absetzen. Ja. Was ist das, Mann? Ja, weil das Virus über die Köpfe fliegt oder irgendwie sowas. Dann hätte ich den Tisch umwerfen können. allein diese Vorgangsweise, dass den Leuten, wie die Leute da mitmachen konnten, Digga. Wie kann man da überhaupt logischen Verstandes, die Leute können ja nicht alle irgendwie geistig unterentwickelt sein. Da musst du doch irgendwann als Restaurantbetreiber auch mal selbst sagen, ja Moment, also, ja, setzen Sie die Maske ab, setzen Sie sich hin, wo Sie wollen. Was soll denn das? Ja. So, also das Problem an der ganzen Geschichte war, also es gab dann so im ersten Monat haben sie noch ernst genommen. Irgendwann haben sie festgestellt, dass ihnen die Einnahmen wegbrechen und dann haben sie nicht mehr kontrolliert. Da konntest du auch ohne Bratwurststempel essen gehen. Zumindest bei uns. Das ist so eine gewisse, also ich habe genug an Bayern zu kritisieren, aber die Liberalitas Bavariae, die schlägt ab und zu noch durch. Und beispielsweise bei Restaurantbesuchen, das ging dann schon irgendwie. Es hat auch die Gastronomie einfach Alter. Ja, ja. Es hat die Gastronomie komplett zerstört, Mann. Junge, das war so heftig für die armen Gastronomen. Ich schaue so gerne Rosins Restaurants und ich habe das halt hart gebinged in den letzten Monaten und jetzt bin ich halt bei der Staffel, wo halt Corona anfängt und ungelogen, also es ist nur ein Gefühl, ich habe jetzt keine Zahl, aber die Hälfte der Fälle sind, oh Frank, wir brauchen deine Hilfe, der Lockdown hat uns hier den Rest gegeben, wir können nicht mehr, was sollen wir machen, wie müssen wir uns umstellen? Die ganzen Probleme der Gastronomie in der Zeit, die gingen auf den Lockdown zurück. Die haben nicht auf einmal angefangen, schlechteres Essen zu machen, die durften nicht öffnen. Unglaublich. Und wenn sie öffnen durften, dann halt mit so einem Schwachsinn, mit Maske rein, mit Test und dann Maske absetzen, wenn du sitzt. Es ist unglaublich. Ich meine, die Zeit hat dir ja auch gezeigt, wie zu welch irrationalen Handlungen du die Menschen bewegen kannst, wenn die nur genug Angst haben. Aber die Zeit hat mir auch gezeigt, wo ich hingehen kann und wo nicht. Ja, wer spinnt auch. Und wer nicht spinnt. Da bin ich dann zum Teil auch wirklich dankbar, dass jetzt also Leute sich dann auch entsprechend präsentiert haben. Es gibt, ja, glaube ich, wertvolle Leute kennengelernt, auch dadurch. Aber trotzdem, in der Summe, es ist, glaube ich, das einzige Positive, was ich rausgenommen habe. Ich würde und sagen. Dass ich jetzt da bin, natürlich, als Pulli. Ja. Die Figur habe ich ja erst bei Corona erfunden. Ja, zu Recht. Und manche Leute hat die Maske anscheinend so getroffen. Es war halt für viele Leute, die halt sowieso so eine Stiefelecker-Mentalität hatten, auch wirklich ein willkommenes Symbol, um halt nochmal zu zeigen, was für ein guter Mensch man ist, wie zum Beispiel mit diesem Lied hier, gesungen von zwei Personen aus der Partei Die Linke. Maske, und diese Maske ist gut. Es ist die Gesundheitsmaske, die uns schützt vor dem Tod. Die Maske wird niemals fallen, solange uns Corona bedroht. Die Maske, sie hilft uns allen, zu befreien uns der Not. Alter, wie kannst du mir das antun? Das ist doch einfach nur noch krank, oder? Ja. Es ist die Gesundheit. Vor allem, sie haben auch diesen, warte kurz. Maske, und diese Maske ist froh. Es ist die Gesundheitsmaske. Sie haben halt also auch, also das hat die SED, die Linke, ja, das ist die umgenannte SED, das haben sie beibehalten, ne? Das sowjetische Liedgut. Es ist die Gesundheitsmaske, die uns beschützt vor dem Tod. Es ist die Gesundheitsmaske, bla bla, solange uns Corona, die Maske wird niemals fallen, solange uns Corona bedroht. Es ist die, weißt du, das ist halt... Die haben irgendwelche sowjetischen Kampflieder genommen und den Feind durch die Maske ersetzt oder den Corona. Sie haben es auf jeden Fall noch. Es ist noch drin, ja, der sowjetische Geist in der Linken. Es ist, Junge, es ist traurig. Okay, kommen wir zum 8.1.2021, lieber Fully. Ja, das fand ich auch ganz witzig, dass bereits am 8.1.2021 die ersten Impfdurchbrüche, wie man sie damals nannte, geschahen. Und die Frage ist einfach, die sich hier schon gestellt haben, vertrauen wir bei Impfung nur auf individuellen Schutz vor schwerer Erkrankung? Verabschieden wir uns vom Narrativ der Herdenimmunität durch Bratwurst?
Es war damals schon klar, dass es nicht die versprochenen 100% war. Da gibt es ja auch das schöne, wo dann immer die Prozente nach unten gehen. Waren wir ja damals schon auf 80% oder sowas. Mhm. Und irgendwann, ja, man stirbt auch, aber man kommt in den Himmel. Also viel mehr gibt es da auch gar nicht mehr. Wir kamen von Vollimmunisierung zu schützt sehr gut, schützt zu 90%, schützt zu 85%, schützt zu 80%, schützt zu Booster. Genau. Also die haben damals schon festgestellt, Mist, das ist halt nicht der Gamechanger, auf den sie sich gefreut haben. Das Ding wirkt, wenn überhaupt, dann nicht sichtbar. Mhm. Und das wurde damals bereits diskutiert. Da begann die ganze Propaganda mit dem, wir bratwursten uns für die anderen und so weiter. Die hat da noch gar nicht begonnen. Die Leute sind ja damals, du erinnerst dich, die sind ja wie der Teufel hinter der armen Seele nach dieser Drecksbratwurst bis Juni rein hinterhergelaufen. Ja, ja. Das hat man damals gar nicht gebraucht. Die Leute, wie so ein Hund, den du mit einer Wurst vor die Nase hältst. Bratwurst. Das hast du gar nicht gebraucht. Und da haben sie schon bereits überlegt, wie sie jetzt die Kommunikation fahren, weil dann das Zeug doch nicht so wirkt, wie angedacht. Und mir haben sie auch ein YouTube-Dings hinfort geschafft, weil ich einfach einen Satz gesagt habe, den ich jetzt nicht wiederhole. Aber da ging es genau darum, was damals schon bekannt war. Ja, und du, man muss sich mal vor Augen führen, wir haben am, ich habe es hier, glaube ich, noch in meinem Browser offen, am 17. März 2022, Donnerstag, wurde erstmals über konkrete Vorschläge zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gegen Corona beraten im Bundestag. Also ein Jahr, nachdem die Wissenschaft, das RKI, bereits die Frage gestellt hat, sollten wir uns von diesem Narrativ der Herdenimmunität durch Impfung verabschieden? Ein Jahr danach debattieren sie trotzdem über die Pflicht, während denen hier schon klar ist, nee, das wird so nichts. Und du weißt ja, als Lauti dann gesagt hat, dass die nicht vor Ansteckung wirkt, das wussten wir ja schon durch die Zulassungsstudie. Hättet ihr mal nachlesen sollen, nachdem da die in der Europa-Anhörung, wo es dann drum kam, dass ja super, warum haben wir uns bratwursten lassen, wo dann Lauti gesagt hat, ja, das wussten wir ja schon, aber schwere Erkrankungen und so weiter, wirkt das immer noch sehr gut. Spoiler, nein, tat es nicht. Und das war bekannt. Das war bekannt bei der Bratwurstpflicht, dass das Zeug nicht vor Ansteckung schützt. Ja, und vor allem, es gibt halt bekannt, auch nicht den Fremdschutz. Ja, klar. Na, es wurde immer das Solidaritätsargument gemacht. Die Ungeimpften sind unsolidarisch. Nikolaus Blome sagte, die ganze Gesellschaft möge mit dem Finger auf sie zeigen. Ja. Die Blinddärme der Gesellschaft, Sozialschädlinge, so sagte es, glaube ich, ein Herr Stinner von der FDP, um nur wenige zu nennen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Cochrane-Studie bei der Bratwurstpflicht schon draußen war. Das weiß ich auch nicht. Was ja wirklich ein Goldstandard ist. Cochrane ist wirklich gut gemacht. Und da gab es doch damals das Interview mit dem Virologen, jetzt nicht Drosten, der dann gesagt hat, ja, Mist, es ist wirklich jeder Glaube an die Bratwurst zerstört. Nicht mal schwere Erkrankungen kann man nachweisen, dass es dann Schutz gibt, gar nichts. Eigenschutz, Fremdschutz kann nicht nachgewiesen werden. War das und so Streeck? Weiter und so weiter. Ich weiß es gar nicht. Nee, Streeck war es nicht. Ich glaube, das ist der dritte. Kekulé war es. Mhm. Der hat dann im MDR-Interview gesagt, Mist, also das muss man sich jetzt echt mal auf dem Ohr zergehen lassen, das war so ein Podcast. Mhm. Wir können einfach gar nichts nachweisen. Und da spielte er eben auf diese Studie an, das war jetzt ungefähr zu der Zeit der Bratwurstpflicht. Da haben wir natürlich auch gleich einen Stream drüber gemacht. Das Ding hat einfach keine positive Nutzen-Risiko-Einschätzung. Und das war damals schon abzusehen, auch was wir dann nachher sehen. AstraZeneca kamen schon die ersten Nebenwirkungen. Und da haben sie auch laviert ohne Ende. Ja, Söder hat damals noch gesagt, ich werde es wagen. Er nimmt diese Mutprobe an, wo ich mir auch schon gedacht habe, Alter, wenn du dich dieser Worte bedienen musst, dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Und dann hat das ja doch nicht gemacht. Und dann haben sie AstraZeneca wieder eingestellt aufgrund dieser hohen Quote an Nebenwirkungen und an wirklichen Problemen, die dort aufgetreten sind, bis halt in den Tod. Ja. Es gibt ja von Söder insgesamt, ich glaube, 7 oder 8 Pressefotos, wo er sich eine Nadel reinjagen lässt. Ja. Das waren jetzt, natürlich haben sie dann auch gesagt, ja, wie kann das sein? Die wurden während der C-Zeit als Propaganda für die Bratwurst natürlich auch alle 8 genutzt. Als man die dann mal zusammengesetzt hat und gezählt hat, hat man dann durchaus gefragt, ob unser Ministerpräsident vielleicht sich 8-mal hat bratwursten lassen. Nein, das war eine Masernimpfung von 2012 oder irgendwie sowas. Das muss der dann rumlavieren.
Meh. Ja, meh. Ja, das war der Masernimpfung, ja. Ja. Ja, und das, also ich kenne halt Leute, also man hat auch AstraZeneca groß angepriesen. Ich kenne Leute, die haben sich das, es gab ja auch diese Spontanaktion, ne, wo Leute ohne Termin hingehen konnten. Ich kenne Leute, die unironisch um 6 Uhr morgens aufgestanden sind, um sich schön ohne Termin AstraZeneca zu gönnen. Gott schütze diese Menschen. Ne? Oh. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ihr wart niemand von denen, die es da, die in Mitleidenschaft gezogen sind. Ja, also das meine ich wirklich so. Was soll ich dazu noch sagen? Es wird vermutet, dass Impfung einen Herdeneffekt hat. Naja, es wird vermutet, aber dieser Herdeneffekt, den sie ja alle herbeigesehnt haben, also dass im Prinzip alle Antikörper haben und dann keiner mehr das Zeug kriegt und sich jetzt dann auch nicht ab, dann kann, trocknet das Ding aus, weil es keinen mehr findet, keinen Wirt, bei dem du dich anstecken kannst. Das haben sie vermutet, aber haben sie damals schon gesehen, dass es nicht wirklich funktionieren wird. Ja. Weil es war ja damals schon die Wirkung nicht mehr bei den damals angepriesenen 100%, sondern damals schon deutlich drunter. Ja, ich meine, eine Theorie, der ich auch durchaus anhafte, ist ja auch, dass du dir die neuen Varianten ja auch durchaus mal herbeibratwursten kannst. Ne? Das Virus macht praktisch sowieso die ganze Zeit die Evolution durch, halt nur im Zeitraffer. Ne? Nicht wie wir Menschen, sondern halt wie ein Virus. Und wenn das Virus selektiert sich ganz automatisch. Es merkt, okay, die Leute sind jetzt hier dementsprechend gegen mich in dieser Form immun. Die sterben dann ab und es überleben die, die halt in der Art mutiert sind, dass sie eine neue Variante bilden, gegen die die Bratwurst wieder nicht hilft. Okay, da muss jetzt der Booster kommen. Ah, blöd, wieder eine neue Variante. Ah, da muss der nächste Booster kommen. Ah, blöd, die neue Variante. Ah, da muss jetzt der nächste Booster. Und so geht's immer weiter und so weiter. Und weißt du noch die ganzen Propagandafilme? Sio schreibt gerade im Chat, die Oma, die geweint hat, weil sie endlich die Bratwurst kriegt. Oder die kleine POC-Dame, die dann, wo sich dann das Fenster öffnet und frische Luft reingeweht wird vor jedem zweiten scheiß YouTube-Video. Und dann kriegt sie eine Nadel in den Arm und dann ist sie frei. Die haben damals echt wirklich die Propaganda unironisch so schlecht, ganz, ganz, ganz schlecht versteckt, so gemacht, bratwurst dich, dann hast du deine Freiheit wieder. Dann gewähren wir die Freiheiten. Alter, das ist Grundrecht, du kannst das Grundrecht nicht abnehmen. Aber wir gewähren dir dann hochherzüglich deine Freiheit wieder. Ja, die war ganz, ganz, ganz böse. Schlimmste Propaganda.